Ja, servus und grüß Gott, da sind wir wieder, Kajascha und... Das Mucki! Ja, und bei mir ist noch ein Freund dabei, oder von mir ist noch ein Freund dabei, der Foxhound, der kann uns leider nicht hören, aber wir können ihn sehen. Er ist einfach mal mit dabei. Ja, so, jetzt wollen wir mal eine große Rift machen. Wir haben ja eben so schön über die kleine Rift geredet. Jetzt wollen wir eine große zeigen. Echt, ey, kleine Rifts, das ist ja... Baby, hallo. Genau. Pipi-Kram hier. Ja. Ich hoffe, wir schaffen so eine 30. Oh, scheiße, ich habe noch meinen Edelstein drin. Meine Gabel des Sammlers, du musst dich unbedingt nach gut, der Prüfung... die paar hier ist. Ja, für die Prüfung ist das jetzt nicht wichtig, aber für die. Für diejenigen, die es nicht wissen, Gabel des Sammlers droppt kein Gold in großen Rifts oder auch hier in dieser blöden Prüfung, die man ja immer wieder machen muss. Das nervt schon ein wenig. Naja, ja. Egal. Man sollte auch wissen, dass es ansonsten, dass du mit mehr Gold kriegt, auch nicht so wirkliche Vorteile hat im Kampf. Nee. Jedenfalls nicht in der großen Rift. Aber... Oh, ich habe eben ganz schön Gold gemacht. Es waren schon 10 Millionen in der kleinen Rift. Ja? Ganz ordentlich, ja. Ja, ich habe den schon auf einer ziemlich hohen Stufe. Warte mal. Wie auf 31. Wow. 71% Chance. 71,5. Nicht schlecht. Mal schnell Geschützschirme hinstellen hier. Mal Rache anschmeißen hier, damit wir die Welle hier jetzt noch gut hinkriegen. Oh, die kriegen wir noch locker weg. Foxhound spielt auch mit Dämonenjäger. ohne die anderen zwei Deppen geht's irgendwie besser. Ja, wir spielen ja sonst immer mit Nexia Netix vom Sockenclub und dem Jörd Bandmann. Typen mit seinem komischen Spitznamen immer. Der, naja, egal. Sie sind nicht gerade eine Hilfe, sagen wir es mal so. Nein, überhaupt keine Hilfe. Oh, sag mal, die haben schon 1,5 Milliarden? Boah, übel. Boah, kriegen wir nicht mehr. Scheiße. Knapp. Na egal, 30 war angepeilt. Soll ich jetzt bloß schnell mal Edelstein umsockeln hier? Oh ja. Damit ich hier jetzt nicht rumgimpe. Ich muss hier klein machen. Auch wenn da jetzt nichts droppt. So, okay. Können wir machen. Orek. Polnischer Kollege. Ja, der polnische Bruder. Bam, bada, bam, bada, bam. So. Aber so, weißt du, was richtig geil wäre, wenn man noch bei Diablo seine eigene Musik mit implementieren könnte? Jetzt kannst du einfach Musik im Hintergrund laufen lassen. Ja, aber trotzdem. Musste man Desktop gehen, wenn du eine Musik nicht mehr. Obwohl ich habe das jetzt alles auf der Tastatur einprogrammiert, aber. Ja, WinAmp muss ich starten, aber weißt du, WinAmp. Ich habe schon fast vergessen, dass es sowas gibt. Oh mein Gott. Du kannst doch einfach mit einem 10 Stunden Musikvideo auf YouTube laufen. Ja. So 10 Stunden und er hier ist Olaf. Olaf. Ja, oder 10 Stunden Facepalm oder sowas, ey. Ja, genau, John Luc Picard, 10 Stunden Facepalm. Man hört immer nur so, oh. Fuck. Nee, ich glaube, das ist... Besser nicht. Nee. Besser nicht. Ich wollte nur 10 Stunden Nierencat reinziehen. Oh. Ich habe ganze 3 Stunden durchgezogen, also... Oh, nee. Boah, nee, 10 Stunden Iron Cat. Boah. Alter, das war. Blitzgewitter, Aufseher tot. Danke. Kannst nichts gegen machen, ey. Gegen Aufseher, Blitzgewitter, Dingens hier. Bah. Nee, die ist echt hart. Das Schlimme ist, die haben ja zwei Sachen rausgenommen. So, jetzt ja, und kann zwar vampirisch und mehr Leben. Ja. So, jetzt kann natürlich die Fähigkeiten von denen halt Aufseher, wo man halt dann so gefangen wird in dieser komischen Stasis-Kamera. Kann jetzt natürlich prozentual häufiger kommen. Was natürlich richtig schön ist. Genau, hat man aber die schönen Fähigkeiten immer öfter. Zumindest haben sie das ein bisschen abgeschwächt, aber man verliert trotzdem noch gut und gerne fast die Hälfte seiner Hitpoints. HP, TP, HP, ja, ich sag jetzt Hitpoints. Gesundheit. Leben heißt es sogar offiziell. Oh, sind wir jetzt hier Leben? Oh, sind wir jetzt bei den uncoolen Nerds gelandet, oder was? Uncoole Nerds. Ist nicht jeder Nerd irgendwie cool?
Außer Shell. Ich trage auf jeden Fall keine Baggies mehr. Yeah! Yeah! Weil Anzug einfach geiler ist. Genau. So richtige Baggies habe ich nie drin gesehen. Nicht, dass ich das unbedingt gewollt hätte, aber... Ja, du hast mich wahrscheinlich öfter in Unterhose gesehen. Oh, nee. Oh, Nachts hast du dich rangeschlichen. Hast dich mal nachgedacht. Ja, genau. Dann Nein. Nicht vertiefen. Nein. Bild halt in meinem Kopf. So, da wir natürlich nicht mehr so viel über das Spiel selber berichten können, machen wir die üblichen sonstigen Gespräche beim Zusammenspielen. Das ist, ja, manchmal, nein. Oh, müssen eigentlich FSK 16 hinschreiben irgendwo. Ja, eigentlich schon. Wie sagt Jörg, du hörst dich gerne selber reden. Aber wir versuchen uns zu mäßigen. Ja, tun wir das? Ich habe gesagt, wir versuchen es. Achso, ja, alles klar. Ne? Naja. Nicht, dass ich es schaffe. Na, du sowieso nicht. Ja, ich sowieso nicht. Sag der Richtige. Ja, ich mäßige mich. Dein Mund müsste man jeden Tag, die ganze Zeit mit Seife auswaschen. Pylon der Verbindung, der total genervt wurde. Ja, der ist auch nichts mehr wert. Ne, naja, nicht mehr so wirklich. Ja, geh mal links, ich geh mal rechts. Nö, geh du mal rechts. Boah, zwei Gegner. Super. Hat sich voll gelohnt. Ja, und die haben... Du bist tot. Ihr seid beide tot. Was macht ihr denn da? Ist unglaublich. Ja, die waren gerade irgendwie, weiß nicht, elektrisierend. Achso, die waren gerade, weißt du nicht, irgendwie so ein bisschen elektrisierend. Schweres Wort, ich weiß. Elektriarschend. Elektrisierend, Rico. Ja. Schieb's aus. Der Mann mit dem Rhetorikkurs. Wer, du? Nein, du. Ich hatte keinen Rhetorikkurs. Ach, war das, hattest du? Doch, so ich wollte, aber da konnte ich doch nicht, weil ich einen Plattenreifen hatte. Stimmt. Ja gut, ich hatte Rhetorik, ja. Hat dir aber auch nicht viel gebracht, oder? Doch, sehr, sehr. Aber... Schon wieder gestorben. Ja, ich weiß nicht, die tauchen immer um mich rum auf und dann hauen sie alle, das ist hier für Extreme Bukake, ey, ich weiß nicht. Jetzt hast du es aber rausgehauen. Ich hab's voll auf dich abgesehen, scheiße, ey. Oh, das freut mich. Es geht ja auf Zeit, Junge. Ja und? Deswegen darf ich das trotzdem freuen, wenn du stirbst. Also wirklich. Und hier ist wieder eine Sackgasse. Von Groteske. Groteske. Alter, die sind voll grotesk, die Typen. Ja, sehr. Die sind immer diese Namen. Oh. Mhm. Am imposantesten finde ich immer noch Hallen der Agonie. Hallen der Agonie. Sowieso. Natürlich fragen sich 95% aller Menschen, was heißt Agonie? Ja, dann erklär's doch mal für die 95% aller Menschen. Das heißt einfach nur Schmerz. Da hat aber einer im literarischen Erguss gebadet. Oh, nein. Ja, genau! Warum bist du nicht gesprungen, du Esel? Ja, oh, wer ist denn da gestorben? Ja, mein Salto hat nicht funktioniert. Ich hab da drauf gehämmert wie so ein Besenkter. Das schreibt man bestimmt in der Aufnahme, wie ich da drauf gehämmert hab, ey. Sagt der von Grotesken getötet wird, weißt du? Ich war festgenagelt da und dann kam dieses blöde Eiszeug. Ja. Willst du jetzt deine Niederlage besser reden als meine, oder was? Die Niederlage, du bist öfter gestorben. Das ist egal. Ja. Wenn wir einen Hardcore-Charakter hätten, wären wir beide am Arsch gewesen. Ja, ich spiele auch auf Blizzard-Servern keine Hardcore-Charaktere. Ja, wer das tut, ist leidensfähig. Ja, und selber schuld. Also. Er lebt in einem Märtyrium. Oh, nee, danke. Das muss nicht sein. In einem Märtyrium. Der ist doch wahr. Das hat ja auch einen literarischen Erguss. Ich sagte Märtyrium. Bereitet er sich schon auf ein mögliches Dieter Nuhr Kabarett vor? Sehr, sehr cool. Ja, ey. Es ist voll grausam, ey. Man kriegt kaum Karten hier in unserer Nähe. Ja, ne? Voll scheiße und so. Da will man mal ins Kabarett und dann kriegt man keine Karten. Ein bisschen Bildung. Bildung. Man mag's nicht glauben, aber wir sind hochgebildete Leute hier. Sind wir das? Ja, sind wir. Okay, wenn du das sagst. Ich zumindest. Achso, und wer bin ich? Der dicke Bruder vom Nikolaus. Hallo, stellvertretender Marktleiter. Das macht ja nichts. Wow. Also das wäre schon mal auf jeden Fall Voraussetzung für Elite-Partner. Für Elite-Partner?
Sag mal, wer ist denn jetzt wieder reingekommen? Kommt auch noch ein Gildenkamerad vom Angebot. Ach so. Das ist nicht mein Freund, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich auch nicht. Ja, ich weiß. Aber ist auch öffentlich gemacht, oder so? Nee, Gildenkameraden kann man so joinen. Oder er hat ihn eingeladen, was weiß ich. Was also. Ja eigentlich keinen Sinn macht, weil er hier jetzt gerade sowieso nicht rein kann. Naja, egal. Naja. Dramatisch. Green Kelvin. Geht er wahrscheinlich gleich wieder Kelvin, rein. Kelvin, der Mann, dem das L das Leben rettete. Oh mein Gott. Oh, 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 wenn du Zelda, wenn du das neue Zelda kriegst, ne, gleich am ersten Tag, ey, musst du mal zeigen hier, wie das abgeht, du. Wie soll ich dir das denn zeigen? Dann musst du ja herkommen. Nimmst du auf und schickst mir rüber. Wie soll ich dir? Ja, mit dem Handy oder was? Machst du eine Videoübertragung? Wie soll ich da? Nee, da spiel ich auf der Wii U, du Spacken! Ja, wie soll ich denn das auf dem Laptop aufnehmen? Ich hab keine Capture Card. Nimm doch dein Handy, Junge! Junge! Warum? Junge. Warum soll ich das auf meinem Handy aufnehmen? Du kannst doch einfach deinen Arsch herbewegen! Kannst doch mit deinem Handy. Vor Herbst kommt das sowieso nicht raus, wahrscheinlich eher Winter. Was? So spät? Ja, Junge. War da nicht irgendwas mit Februar? Ach nee, das war das war Majora's Mask. Hier, Monster Hunter. Ja, das auch. Münster Hunter. Es ist Deutsch. Ist das Pylon? Kanalisieren. Ja, los, Damage. Ohne Cooldown, los. Wow, Damage. Los. Mehr Damage. Los, schießen, habe ich gesagt. Noch mehr. Wie SpongeBob. Beim Teller waschen. Mehr Energie. Oh ja. Man wird's nicht glauben. Wir können ja natürlich jetzt aus dem Nähkästchen hier sprechen. Boah, zwei Deppen sind auf jeden Fall in den neuen SpongeBob-Film. Ja, natürlich gehen wir in den neuen SpongeBob-Film. Ich glaube, keiner, der dieses Video gucken wird, wird das jemals anzweifeln. So viel zu gebildet. Hallo, SpongeBob ist Bildung. Ich vertrete auch nach wie vor knallhart die Meinung, dass SpongeBob nichts für Kinder ist. Oder zumindest nicht unbedingt. Weil die meisten Witze verstehen Kinder einfach nicht. Also, ich glaube jedenfalls nicht. Manchmal und verstehen Kinder bestimmt mehr als wir, aber. Wird schwer, ja. Oh, Pylon der Eile. Richtig übel. Richtig krass, das Ding. Hilft uns gerade richtig. Aber man merkt, dass die Monsterdichte doch deutlich höher ist. Vorher bist du hier rumgelaufen und hattest drei Gegner pro Ebene. Okay, fünf. Und jetzt schon mal Green Kelvin verlässt wieder das Spiel. Ohne Hallo gesagt zu haben, ohne was macht ihr, ohne Tschüss, ohne... Naja, egal. Ist halt naja, wir hätten wahrscheinlich gesagt, verpiss dich. Nein. Warte Hallo. Kurz, wir machen gleich noch eine Runde. Ja, sowas in dem Dreh. Was hatten wir? 16,6 Milliarden. Ach, das geht doch noch. Ja, da hatten wir schon mehr. Ja. Also wenn man bedenkt, dass ich jetzt im Schnitt so, wenn da, ja, wenn meine Fähigkeiten aufgeladen sind, durch diese Inventory Star. Wow, der Typ hat mich gerade gewonnen-hittet für über 800.000. Alter, schon eine Pussy. Alter, hallo, ich habe über 30 Millionen Zähigkeit. Oh, das ist viel. Ja. Ja, auf jeden Fall mache ich auf... So ungefähr alle, jede Sekunde 100 Millionen Damage. Wow. Soll das jetzt wirklich beeindrucken? Das ist gut, das ist... Hallo? Fantastisch. 100 Millionen? Oh, ey, nee, gar nicht. Hä, wann hatte ich denn 30 Millionen Zähigkeit? Ich hab 70,5. Ja, achso, das war, als ein Mönch dabei war, glaube ich. Stimmt. Da hatte ich auch 21 Millionen. Ja, das ist krass, der Effekt, ne? Naja, stimmt. Wie viel hast du jetzt? 15, 17, 18? 17,5. Das ist auch noch gut. Da geht er down. So, ich sehe schon mal mindestens drei Striche. Drei, vier. Ich hab noch einen. Vier Striche. Vier? Ja, vier Striche. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab einen. Aber ein Gürtel, vielleicht ist das was Gutes. Und natürlich sehr viele Heiltränke, warum auch immer. Tja, ja, drei Stück. Uschi. So, da machen wir. Wollen wir Key oder Gem aufwerten? Nein, Gem aufwerten. Obwohl, wir sind ganz gut durchgekommen, ne? Ah, jetzt ist es zu spät, ich hab schon. Machen wir beim nächsten Mal Key. Ja. Schade, von meinen Primärsteinen, die ich so nutze, kann ich keinen mehr wirklich aufwerten, dass sich das lohnt. Schade. 60% Chance. Erste nicht geschafft.
Zweite, oh, doch zweite geschafft. Oh, das. Wow. Oh, Aufwertungschance, 30%. Auch geschafft! Boah, Alter, das ist voll abbrochen. Das ist in Blizzard wie ein Sechser im Lotto. Ja, so ein bisschen schon. Das ist so wie ein Sechser im Lotto bei Blizzard. Also ich hab mal. Oh nee, ich will gar nicht drüber reden, da werde ich nur frustriert. Ja. Ja, besser ist das. Wenn bei mir bei WoW wieder eine Mission fehlschlägt, die 91% Wahrscheinlichkeit hatte. Ich will einmal nur sehen, dass 9% vernünftig funktionieren. Ja, naja, du bist egal. Du bist halt, ne? Naja, ich weiß. Okay, so, wir danken euch fürs Zusehen und wir sehen uns an anderer Stelle bestimmt wieder. Macht's gut. Tschüss.